Es ist also relativ einfach. Es ist so einfach, wenn du im Jetzt bist, dass du einfach nur wirklich wertfrei beobachten kannst, was du vorliegen hast. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn du irgendwas siehst, dass dir immer eins klar sein muss, entweder siehst du Bilder oder du hörst Geräusche. Das sind die zwei Sachen. Wir sind in der Optik und wir sind in der Akustik. Das sind die zwei Seiten. Das sind in der Regel immer Reizauslöser. Und in den letzten Selbstgesprächen habe ich erklärt, jeder Reizauslöser ist zwangsläufig auch eine Reaktion. Gleichzeitig. Das ist wie es Kommen und es Gehen. Wenn ich sage, solange du das auseinanderreißt, dass du sagst, es ist in der Vergangenheit entstanden und es wird in der Zukunft sich wieder auflösen. Du musst diese Zeitachse zusammenschieben in das Jetzt. Alles, was entsteht, entsteht jetzt und was sich wieder auflöst, löst sich jetzt wieder auf. Kann man so leicht sich vorstellen im Vergleich mit dieser 200 Gramm rote Gnede mit dem Geist, der sich ständig umformt. Das ist der träumende Geist. Und das heißt, deine Reizauslöser sind entweder optisch Bilder, die du interpretierst, oder es sind Geräusche, die du interpretierst. Ich mache jetzt einmal einen kleinen Sprung, durch den Bildschirm übertragen. Jetzt muss ich immer stellenweise normal reden. Ich mache jetzt einen von vielen Briefen, die der Udo bekommt. Schau, es ist nicht in der Vergangenheit, was du jetzt hörst, sind Worte. Das baut jetzt Vorstellungen auf. Eine Vergangenheit, die du jetzt denkst, das ist das Einzige, was ständig präsent in dir bewusst da sein muss, dass es genau so funktioniert und nicht anders. Eine ausgedachte Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und jetzt springe ich da ganz, ganz kurz einmal auf den Brief rein. Da können wir gar nicht weiter rein, lieber Udo. In mir sind ein paar Gedanken zum Video. Das sind, sagst du mal, du siehst jetzt Worte, du denkst dir jetzt jemanden aus, der hier einen Brief schreibt. Und jetzt geht es hier um ein Selbstgespräch, das angehört wird, was ja nur aus ständig wechselnden Geräuschen besteht. Dann haben wir wieder so einen Zeitwert, der ja ein Code darstellt. Das heißt praktisch 1,4 ist ja J, intellektuelle Öffnung, Kaf, deine intellektuelle Öffnung, wenn ich das herpreisiere. Wenn ich jetzt in Zahlen eine 20 hinschreibe, eine 10 und eine 4 hinschreibe, heißt das deine Hand. Bist dabei? Ja. Ich will nur zeigen, dass da wirklich eine Matrix läuft. Das J, diese intellektuelle Öffnung, ist das hebräische Wort hat, unter anderem. Ja. Wird normalerweise mit Hand übersetzt, da haben wir wieder unser AND. Die Wahrnehmung ist die Schöpfung einer existierenden Öffnung. AND heißt, ist dieses transversale Auf- und Abschwingen. Das heißt jetzt auch ein Bereich, das heißt, im Spiegel ist ein Chat und das ist das, was du jetzt besitzt. Das Ganze ist ein Denken von Gott. Du bist Gott. Du denkst dir das aus. Denken wie Gott. Ich könnte jetzt sagen, du hast es in dem Moment in der Hand. Das ist aber bloß eine Seite. Ich will jetzt da nicht auf alle Sachen drauf eingehen. Es ist nur wichtig, dass wenn ich jetzt da eine 20 davor setze, mal schauen, ob das drin steht, weil das ja eigentlich kein Wörterbucheintrag ist. Das heißt jetzt Elend, Verderben, Verfall auf Hebräisch, aber das ist eigentlich wie eine intellektuelle Öffnung. Und dann hast du das Elend. L mit 70 geschrieben ist das Joch. Ist jetzt praktisch diese existierende Öffnung. Merkst du, das stimmt. Aber das ist, wenn man das einmal weiß, merkt man wirklich, dass das eine Matrix ist. Du merkst schon, ich sage immer, die Zeitpunkte, wann was auftaucht. Jeder Zeitpunkt ist ja jetzt. Das sind eigentlich nur Adressen in einer Datei. Da müssten wir jetzt das Datum Ja, noch mit dazu nehmen und so weiter und so fort. genau. Jetzt wird hier zitiert, ich kann jetzt nur nochmal sprechen, das heißt, diese Worte, die jetzt dastehen, beziehen sich ja auf ein Gespräch, auf Aussagen von einem Udo, den du dir ausdenkst, wenn du dieses Selbstgespräch angehört hast. Hast du natürlich jetzt angehört, jedes Bild, jedes Geräusch ist jetzt in dir aufgetaucht. Du machst schon wieder Vergangenheit. Ist das jetzt eine bewusste Interpretation oder eine Provokation? In der Regel, die erkannt ist, warum wiederholen? Wieso wird das immer wieder wiederholt? Weil du das, was ich jetzt besprochen habe, nicht erkannt hast. Genau. Und da geht es jetzt in dem Gespräch, gehe ich auf Zukunftsvisionen ein. Das ist immer das Blaue, ist der Udo. Kommt jetzt gerade, die können wir gleich mit dazu setzen. Hoffen wir mal. Jawohl.
Schauen wir mal, die wird jetzt gleich kommen, hoffe ich. Ist schon da? Bist du schon ja. da, Andrea? Ja. Alles klar, ich lasse das weiterlaufen. Ach ja. so, ich sehe nicht, weil ich ja meinen Bildschirm bloß habe. Ich lasse das einmal weiterlaufen. Das ist so unendlich erbärmlich, selbst in der Krise, Verlierer, Gewinner, du kannst es drehen und wenden, aber Geld, der Wahn, das Hauptproblem ist das Geld. Das Geld selber übrigens ist nicht das Problem, sondern das, was du dir bei dem Wort Geld denkst. Das sind auch solche Sachen. Geld kann man ja auch vielfältig machen. Der Geist Gottes, der sich öffnet zum Beispiel. Ein Gehirnjoch, das sich öffnet. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das sind diese Perspektiven. Was wichtig ist für dich als Beobachter, was du aus den Worten machst. Deine einseitige Auslegung von Worten sprichst du dann wieder irgendeinen zu, der angeblich diese Meinung vertritt. Ich sage immer wieder, ich vertrete überhaupt keine einzelne Meinung. Ich konfrontiere dich nur mit vielen verschiedenen Facetten. Und dann geht es dann über Zukunftsansätze, Zusammenkrachen, die Folge, dass ich sage, die Verwandlung ist immer, dass das eine sich auflöst, das andere sich nicht auflöst. Das müssen wir jetzt gar nicht lesen. Wichtig ist meine Antwort. Die ist relativ kurz. Wenn du auch dieses AUB ist die Schöpfung von verbundener Weisheit. Der Schöpfer ist verbundene Weisheit. Und das musst du werden, solltest du, bist du eigentlich schon, du merkst, es ist immer wieder, was denkt man uns, wenn du an dich selbst denkst. Ja, aber wir bleiben mal, wenn du auf etwas, das kurz in dir aufblitzt, nicht reagierst, löst es sich wieder auf, bevor du es überhaupt bemerkst. Sehr gut. Ja. Erinnere dich an das kleine Beispiel, wo ich jetzt immer wieder sage, wenn du eine Zeitung liest. Darum wiederhole ich immer die Sachen, die sind nicht verstanden. Da ist im Hintergrund immer noch der zweite, der Glaube, dass vor dir jetzt, ich sage mal, ein Bild, eine Fläche sich öffnet, die nenne ich einmal die Zeitung. Wir können jetzt auch wieder die Tastatur nehmen, wenn du die anschaust. Und dann überfliegst du, du fokussierst, wie wenn du jetzt mit den Augen über die Tastatur drüber fliegst. Es ist die ganze Tastatur ja da und du schaust jetzt, wenn du Detailinformationen hast, musst du dich auf irgendein Fragment, ich sage mal in dieser Fläche, die eingeteilt ist in kleine Puzzlestücke, musst du dich fokussieren. Ob mir das jetzt Zeitungsberichte oder kleine Werbeanzeigen nennen oder mir nennen das jetzt die Tasten, die Buchstaben, die da drauf sind. Der Fehler darin besteht, solange wir drüber reden, ist der Hintergrund ja da. Da ist die Zeitung da oder die Tastatur da, wo du dich jetzt auf irgendeine Taste fokussierst oder auf der Zeitung auf irgendeinen Bericht fokussierst. Weil wir jetzt über den Hintergrund reden. Beim normalen Lesen der Zeitung denkst du nicht an den Hintergrund, sondern du siehst bloß das, was du im Fokus hast. Ja. Das ist sehr wichtig, wenn du das beobachtest. Wenn du jetzt zum Beispiel über den Monitor in das Zimmer reinschaust, in dem du dich befindest, dann sind da irgendwelche Gegenstände. Und du kannst dich jetzt auf irgendeinen dieser Gegenstände fokussieren, mal wegen auf ein Bild oder auf ein Buch in einem Regal, je nachdem, was du jetzt vor dir hast, was natürlich wieder davon abhängt, wer du zu sein glaubst. Ich spreche mit dem Geist, der jetzt sich dieses Video anhört. Aber was du letztendlich siehst und was du aus dem Wort machst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, welchen Schwamminhalt, welches Filtersystem in dir läuft. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja, ganz genau. Den ich anspreche, der ist ein Nichts. Der wird erst mit einer Welt konfrontiert durch seinen Intellekt. Mhm. Okay, und wenn du jetzt normal was abrastest, ist es immer wieder das Prinzip auch mit der Brille, wo ich sage, dass du prinzipiell dir klar machen musst, solange wir vor etwas reden, zum Beispiel von einem anfokussierten Punkt, einem anfokussierten Objekt, das eingebettet ist in eine gewisse Umgebung, was wir jetzt einmal Hintergrund nennen. Wichtig ist das Wort H in der G-Rund, dass du im normalen Alltag immer nur wirklich das siehst, was du denkst und du glaubst, der Hintergrund ist da außen. Sobald du dir jetzt einen Hintergrund dazu ausdenkst, ist der natürlich da, der aber in der Regel überhaupt nicht da ist. Das heißt, beim Abrastern einer Zeitung, wenn du das kleine Bild anschaust, hast du dann Fokus nur in diesen Sachen, die aufblitzen. Und die Sachen sind ja nicht, dass du was in einem Blickwinkel nach außen dir denkst, sondern die kommen ja aus dir. Und ich sage immer wieder, wenn du jetzt durch die Zeitung, wenn du die abrastest, da sind so viele Artikel, die siehst du überhaupt nicht. Ich sage, wenn die überhaupt aufblitzen, sind die so kurz da, weil du nicht reagierst, dass die sofort wieder zusammenfallen mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm.
sobald du auf irgendeinen Radikal positiv oder negativ reagierst, dass du das entweder gut findest oder dass du dich drüber aufregst, wirst du innehalten und dann hältst du den fest. Ja. Drum heißt es, wenn du auf etwas, das kurz in dir aufblitzt, mit Lichtgeschwindigkeit nicht reagierst, löst es sich wieder auf, bevor du es überhaupt bemerkst. Ja. Es ist ja immer gleichzeitig in dir drin. Da passt Und Udo, hier. da passt das Beispiel dazu, das Kind, was über einen Zebrastreifen geht und überfahren wird, wenn ich Genau mich. so ist es. Du gehst spazieren, an der Seite läuft der Kind über den Zebrastreifen, das du weiter nicht beachtest. Das ist ein kleiner Huscher, der da ist, wo du nicht reagierst und dann ist es weg, wenn es drüber geht. Wie sieht es aus, wenn das dann angefahren wird? Wirst du sofort innehalten, weil du reagierst. Ja, genau. Und das Bild, wenn der kleine Blutverschmier da liegt, egal wie das im Moment dann weitergeht, werde ich noch über Tage verfolgen und du wirst mit Leuten drüber sprechen und so weiter, was du erlebt hast. Was du nie magst, du wirst nicht, wenn du spazieren gehst, sagen, ich habe halt ein Kind über den Zebrastreifen gehen sehen. Weil du kein Interesse, da hast du nicht reagiert. Okay, von dir wird nur flackerndes Licht. NUR ist das flackernde Licht. Dann, diese geöffnete Schöpfung ist immer plus minus. Existenz. Etwas wahrgenommen, wenn du darauf reagierst. Deine geöffnete Berechnung ist eine Reaktion, weil es für dich noch von in der Esse ist. Für dich noch, für dich seiende Kollektion, das ist dein ganzer Intellekt und der ist in dir. Das ist die in der und Esse jetzt ist natürlich existieren von in der Esse ist. Dieses Pur müssen wir nicht reingehen, das ist Los und Schicksal. Alles, was für dich in Erscheinung tritt, ist dein Schicksal, das du selber losmachst. Das Wissen einer, muss ich doch schnell reinklicken, das Wissen einer aufgespannten Berechnung. Das Los, das du ziehst, jede Reaktion ist wie ein Los in einer Lotterie, das du rausziehst, wo du was bekommst oder nicht bekommst. Und das fällt dir dann zu. Damit brichst du in einem gewissen Maß auseinander. Das ist das Zerbrechen in eine Einseitigkeit, wo du immer nur Einseitigkeiten anschaust. Okay, das gilt für die in diesem Selbstgespräch Wort für Wort angesprochenen Themen und die daraus möglichen im ewigen Hier und Jetzt entspringenden angebliche Zukunft. Ist das dieses Gespräch da unten, wo sie jetzt zerlegt wird mit eigenen Gedanken, das ja ganz persönliche Interpretationen sind, was da angeblich gesprochen wurde. Ich kann immer wieder nur sagen, was du aus den Worten machst, ist das, was du aus den Worten machst. Ich kann aus denselben Worten was ganz was anderes machen. Ja. Das passiert mit Holofeeling. Da wird eine Vielfalt plötzlich ersichtlich im Hintergrund eines einseitig ausgelegten Wortes. Ich habe früher immer wieder, früher meine ich jetzt nicht chronologisch gedacht, als Udo gesagt, du wirst aus einem Wort nur das herauslesen, was du in dieses Wort hineininterpretierst. Okay, das gilt für jedes Selbstgespräch, das du führst. Wort für Wort angesprochene Themen und die daraus geöffnete Berechnungen, mögliche im ewigen Hier und Jetzt entspringende angebliche Zukunft. Da haben wir End, ist ja immer, End bedeutet etwas vor sich hinstellen und ist dann wieder zurückholen ins Gegenteil. Darum schreibe ich hier plus minus null, SBR ist die Sprache, SEFA. Raumzeitliches Wissen, das berechnet wird. Aber berechnest du das immer so, dass da Null rauskommt oder berechnest du das einseitig? Genau. Entspringende im Geist, in je ist das Ende. Und nicht in irgendeiner angeblichen Zukunft. Das ist das Spiel. So, Teilen beenden jetzt. Wichtig. Ich hoffe, der hat jetzt das richtig beendet. Und das ist das Einzige, was das da mal wichtig ist. Ist dir jeden Moment bewusst, was da ist? Ein Bild, ein Wort, Bild im Kind. Die Bilder, Bilder, ob das jetzt Worte sind oder Geräusche sind, die sind immer zuerst einmal in dir und die tauchen in dir auf, wenn du träumst. Das ist unsere Metapher. Oder wenn wir jetzt sagen, du bist der Computer, dann taucht auf dem Bildschirm was auf. Das sind ja die zwei Hauptmetaphern, die ich benutze. Jetzt. Dass man das ersichtlich machen kann. Und dass alles, was auftaucht, ist auf einer tieferen Ebene schon da. Aber was du daraus machst, an ganz persönliche Vorstellungen, an Interpretationen aus diesen Reizauslösern,
ist immer dieses Spiel Reizauslöser, Reaktion. Ja. Diese Reaktion ist aber schon wieder der nächste Reizauslöser, weil Reizauslöser und Reaktion eine Welle ist, wie Plus und Minus. Mein Beispiel mit dem Hunger. Reizauslöser, das Gefühl Hunger. Dazu gehört die Reaktion, der Gedanke, ich habe Hunger. Dieser Gedanke, ich habe Hunger, was eine Reaktion war, ist aber im selben Moment auch ein Reizauslöser, wo du sagst, ich muss mal Brot machen. Was auch wieder ein Reizauslöser ist, für den nächsten Gedanken, dann gehst du in die Küche. Die Bilder tauschen sich aus und dann schwingt das Ding innerhalb dieser Struktur, aber du kommst aus der Struktur dieser Logik nicht heraus. Kannst du ja gar nicht, weil du eigentlich schon draußen bist, als beobachtender Geist, der das beobachtet. Aber jetzt haben wir sofort wieder eine Einseitigkeit. Der, der jetzt außerhalb dieser Struktur ist, ist eigentlich das Zentrum dieser Struktur. Weil was du dir ausdenkst, ist ja immer deine Peripherie. Du bist immer in der Mitte. Und das ist jetzt wirklich geistreiches Ding. Das war geil, ja. Immer die zwei Seiten, die sich austauschen, die aber letztendlich gleichzeitig da sind. Das ist das, was ich sage, das ist eine Philosophie, die das normale philosophische Denken wirklich um Welten überragt. Und Kleines, ich sehe dich gerade. Bist du noch da? Ja, ja. Im Hintergrund, ganz klein, ganz still. Das muss irgendwann einmal klar werden und dann kannst du nur deine eigenen Gefühle oder Interpretationen beobachten. Ob du dich gut fühlst, ob du dich schlecht fühlst, das ist halt diese Personifizierung oder ob du dich alleine fühlst. Ich sage immer wieder, wenn du ich bist, bist du absolut allein. Aber dann doch wieder nicht. Jetzt könnte ich das tausendfach zitierte Regnen sagen. UB 86 El Hayom ist allein. Das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn. Das ist der Zjörzeho. Und ich wiederhole dann nochmal, der in dieser Geschichte genau mit 33 Jahren, das ist geil, das ist die Welle, wieder eins wird mit UB. Ja. Mit 33 Jahren. Aber jetzt hat man wieder das Problem, dass man die Einheit haben, darum denkt sich jetzt, der JCH hat einen Sohn, das ist ein rotes Ich. Das ist jetzt kann man anfangen und dann kommt ein blaues Ich und dann beginnt eigentlich eine lebendige Traumwelt in dir zu spielen. Mhm. Und was überhaupt kein Problem ist, du darfst nur keinen Augenblick vergessen, wer du bist. Ein einfacher Satz. Das, was man Leben nennt, ich könnte es auch Hölle nennen, das kann ich aber positiv und negativ sehen. In der Hölle steckt ja der Holger schon drin in den ersten drei Buchstaben. Ja, ist so. Auch die Andrea, ich weise darauf hin, Andrea beginnt mit AND. Ich werde auf und ab schwingen und das ist immer ein Re. AND, dieses Ich werde auf und ab schwingen, ist ein Re. Ja. Eine wieder zurückkehrende Schöpfung, das ist die Andrea. Mal ganz einfach. Nomen ist Omen. Gilt für jeden Namen, auch für den Namen, den du dir jetzt selber zusprichst. Es ist ein Komplex, wo ich sage, ich bemühe mich erst gar nicht, ich kann dich nur neugierig aufmachen auf etwas, was du mit deinem jetzigen Intellekt in keinster Weise fassen kannst, so wenig wie ein Basic-Betriebssystem in irgendeiner Art und Weise höherwertiges Betriebssystem wie Windows oder Linux oder sonst was fassen kann. Das Einzige, was ich dir anrate, mach deine jetzige Logik nicht zum Maß, zum Werte-Maß aller Dinge, sonst sortierst du alles raus, was hochwertig ist. Ja. Die Ursache von Leid, das ganze, die ganze Gefühlswelt, wo ich sage, das ist diese vielen Beispiele, um was zu erleben. Du kannst durchaus was erleben, ohne dass du es erlebst. Wenn du mittig bleibst, das schöne Beispiel, wenn man Filme anschaut. Darum wiederhole ich, das ist ein wunderschönes Beispiel. Du genießt, wenn du ein offener Geist bist, es gibt ja einseitige Fanatiker, auch die ganze Palette von Filmen. Das heißt, du freust dich auf einen Gruselfilm, auf einen Krimi, auf eine Komödie. Je nachdem, es ist wie mit dem Essen, mit dem Sein. Du willst doch nicht jeden Tag immer dasselbe essen. Aber du willst möglichst lange der sein, der du zurzeit zu sein glaubst. Schizophren. Ein Schauspieler will nicht immer dieselbe Rolle spielen. Mhm. Er will sich beweisen, der will mal einen guten spielen, der will einen schlechten spielen. Weißt du, wenn du festgelegt bist auf eine Rolle, ist schon wieder Einseitigkeit da.
Und diese, die ganze Palette genießen wird selbst für körperlich, sinnlich wahrgenommene Gefühle. Wer will denn schon Schmerzen haben? Ich sage, das gibt es auch mit Beispielen, wo ich so kleine Beispiele bringe, dass durchaus ein sinnlich wahrgenommener körperlicher Schmerz eigentlich gar nicht wehtun kann, obwohl er wehtut. Das schaltet die normale materialistische Logik aus und ich habe mir lange Gedanken gemacht, das ist mein Beispiel mit dem Blinddarmentzündung. Wenn du Magenkrämpfe bekommst, jetzt in deiner Personifizierung, wir machen jetzt einfach mal eine raumzeitliche Geschichte, und du weißt nicht, was ist, fällt dich zuerst einmal eine panische Überlebensangst an. Das zwingt dich dein Zweiter an. Du wirst dann Arzt anrufen, ins Krankenhaus gehen und dann wird festgestellt, du hast eine Blinddarmentzündung. Dann weiß man zumindest, woran man ist. Solange nur die Magenkrämpfe da sind, die Schmerzen da sind, ist zuerst einmal Angst da, mir könnte was passieren, es könnte sich ja mein Körper auflösen. Immer dran denken, der löst sich vollkommen schmerzfrei auf, jedes Mal, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das ist übrigens keine Spinnerei, das ist hundertprozentig sicher. Nur nicht für einen Materialisten, weil er felsenfest davon überzeugt ist, er glaubt ja hundertprozentig sicher daran, dass sein Körper auch dann da ist, wenn er nicht an ihn denkt. Der denkt, ist nicht dieser Körper, das ist nicht das Gehirn, das sind schon ausgedachte Dinge. Das trennt, wie ich immer sage, die Spreu vom Weizen, ob das einer akzeptiert oder nicht, aber das akzeptiert, was hundertprozentig sicher ist, oder nur das akzeptiert, was ihm hundertprozentig sicher logisch erscheint, was eigentlich nicht logisch ist, sondern logisch ist. Es ist log. Das sind die Klugen deiner Welt, die Rechthaber. Über die solltest du dir keine Gedanken machen, wenn du die keine Gedanken machst, über die sind sie sowieso nicht da. Dann solltest du dich fragen, wieso tauchen immer wieder diese Menschen immer wieder in mir auf. Vielleicht, weil du sie überzeugen willst. Das wird nicht funktionieren. Also gut, du gehst ins Krankenhaus, du wirst operiert, die Operation verläuft gut, keine Probleme. Und jetzt liegst du da nach der Operation, alles ist super gelaufen. Das heißt, du bist jetzt eigentlich schon, was Harmer nennt, in Harmer, in dieser postkonfliktolösen Phase. Das ist jetzt eigentlich schon der Heilungsprozess. Du kriegst jetzt Besuch von deinem Freund, Mensch, was ist da mit dir passiert? Und jetzt werden Witze gerissen und du lachst. Ist ja keine Angst mehr da. Ist ja alles gut gegangen. Und während du lachst aufgrund einer frischen Operationsnarbe, die es mittlerweile übrigens bei Blinddarm nahezu nicht mehr gibt, weil man andere Operationstechniken ansetzt, aber ich bleibe mal in dem alten Beispiel, wirst du Schmerzen haben, wenn du lachst. Was natürlich in keinster Weise gefährlich ist, aber du hast jetzt richtig beim Lachen, wenn du die Bauchmuskulatur jetzt, die ausgedachte, sich zusammenzieht, hast du Schmerzen aufgrund dieser frischen Operation und sagst, oh, hört auf, das tut so weh. Und jetzt ist es hochinteressant, ich behaupte, dass der Schmerz, den du beim Lachen hast, als reiner Einzelschmerz, quantitativ betrachtet, genauso groß oder vielleicht größer sein kann, wie dieses Magenquieken, die Magenkrämpfe, die du hattest, vorher, wo du nicht wusstest, was ist. Ja, gutes Beispiel. Ja. Es ist nur die Angst, die das dann ausufern lässt. In dem Moment, wo du jetzt lachst, ist keine Angst mehr, da hast du denselben Schmerz, aber komischerweise während du lachst. Ein anderes Beispiel von mir ist, wenn eine Frau Kind jetzt normal wieder weltlich trocken aus dem affentechnischen Kind auf die Welt kriegt. Die schon zwei hat und freut sich auf das dritte, weil es ein Wunschkind ist. Hat die dann Angst vor den Schmerzen? Sie will doch unbedingt das Kind. Ich sage immer, du musst für alles bezahlen. Aber das ist jetzt die zwei Seiten, wo ich sage, wenn du nur das Gesicht anschaust von einer Frau, die in den Wehen liegt und einer Frau, die einen Orgasmus hat. Es ist die Physiognomie des Gesichtes, ist jetzt der Schmerz oder höchstes Glücksgefühl? Beides gleichzeitig. Das ist auch ein Widerspruch. Ein Wunschkind zu bekommen und dieser Orgasmus, wie man das nennt, das Eins werden und das Zwei werden. Man achte auf meine Worte. Das Eins werden und das Zwei werden sind nur zwei Bewegungsrichtungen. Das ist der Orgasmus und das ist das Kindkriegen. Ja, die Gesichtszüge, gut, die dabei in dem ausgedachten Trockenhausen auf dem Gesicht ausgelöst werden, können auch vollkommen gleich aussagen. Du kannst an einen reinen Kopf, den du fotografierst, nicht sagen, hat die jetzt einen geilen Orgasmus oder kriegt es ein Kind auf die Welt. Dieses Prinzip ist vollkommen neu in deiner Welt, weil Holofeeling vollkommen neu ist. Und das erklärt dir Holofeeling. Holofeeling erklärt dir das, was wirklich, wirklich ist.
Und es erklärt nur, die Erklärung ist nur für den, der sich jetzt, dieser Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich kann immer wieder sagen, dieses aus dem Zusammenhang gerissen, ich kann ja nur in Form von Worten mit dir sprechen, was du auf den Worten machst, nehme ich keinen Einfluss, das macht dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Konstruktwerte- und Interpretationssystem. Ja. Und jetzt wiederhole ich nochmal, wenn du jetzt, bewusst jetzt ausgedacht, in die geistigen Archive gehst und du hörst dir Vorträge an, bis zurück zu den ersten Vorträgen vor 20, 22 Jahren, wirst du feststellen, dass ich bei Vorträgen sehr oft sage, mich interessiert in dem Saal bloß ein Allereinziger, nämlich der, der mich jetzt sprechen wird. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Mich interessieren nicht die Gedanken, die du denkst, dazu gehören auch die Menschen, sondern der, der sich die Gedanken ausdenkt und diese Gedanken, die er sich selber denkt, erlebt. Was sagt unsere Andrea dazu? Ja. Ja, das ist die einzige richtige Antwort. Soll ich es mir aussuchen? Hängt von dem ab, der dich jetzt ausdenkt. Genau. Die Antwort gibt niemals der Geist, sondern die Antwort gibt irgendein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Von dem bekommst du die Antwort. Das, was ich den Zweiten nenne. Der ist an allem schuld, was du erlebst. Das ist deine Schulöffnung, Schuld. Das ist der Führerscheinprüfungsbogen, die Führerscheinprüfungsbogentraum, weil so kindgerechte, einfache Beispiele. Und dann kann man jetzt über alle möglichen Themen, mit denen du konfrontiert wirst, ob das Corona ist, die Menschen da außen, ob die Menschen manipuliert werden. Der Einzige, der dich manipuliert, ist dieser fehlerhafte Intellekt, den du meine Meinung nennst. Es ist nicht deine Meinung. Dein Schwamminhalt, dein momentaner Intellekt ist nicht deine ursprünglichste Meinung. Ich sage dir jetzt, was deine ursprünglichste Meinung ist. Das ist das, was der Brösel Udo dir jetzt, dieser Lautsprecher, erzählt, den du zuhörst. Okay. Weil der behauptet nämlich, ich bin du. Mhm. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du wach geworden bist. Und dann wird sich oberflächlich zuerst einmal überhaupt nichts verändern. Du wirst dann immer noch als der Brösel aufwachen. Aber jetzt bist du nicht mehr der Brösel, sondern der, der dieses Leben erlebt. Jetzt bist du zu Geist geworden. Ab jetzt. Wann denn sonst? Und solange du glaubst, dass du das irgendwann einmal in der Zukunft erreichst, hast du jetzt nicht zugehört. Dann ist dein Filter noch viel zu mächtig. Ja. Solange du glaubst, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, und jetzt immer daran denken, wenn du jetzt an einen Menschen denkst, denkst du an einen Gedanken. Mhm. In dieser präzisen Form ist das Wort Gedanke nur ein anderes Wort für das Wort Mensch oder Person. Ich könnte es auch eine Information nennen, die du zu sehen bekommst. Jeder Mensch, den du denkst, ist eine Information von dir. Und der ist, weil du ihn denkst und so wie du ihn denkst. Und solange du glaubst, dass irgendein Mensch da draußen mächtiger ist wie du, hast du von meinen Worten überhaupt nichts verstanden. Wie kannst du behaupten, dass ein Geschöpf mächtiger ist wie der, der das aus sich selbst herausschöpft? Das klingt jetzt wie Science Fiction, aber genau genommen ist es das, was hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort von jedem 13-Jährigen überprüfbar in dir in einem ständigen Wechsel abläuft. Du hängst viel zu sehr in deiner Vorstellungswelt, in deinen Interpretationen, anstatt jetzt erst einmal bewusst zu machen, was ist es eigentlich, was du denkst. Es sind Informationen, die von dir erschaffen werden. Ich bin jetzt nur im Bereich des feinstofflichen Denkens. Und ich betone, dasselbe gilt auch für all deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, die von dir genauso gemacht werden wie deine Gedanken. Wenn du ein träumender Geist bist, dann bist du halt in einem absoluten Zustand der Vergessenheit. Mhm. Und dann kannst du nur schauen, was dich treibt. Was du für Wünsche hast, das macht alles dein Programm. Was du haben möchtest, was du ablehnst, mach dir einfach mal bewusst, wie du permanent noch Einseitigkeiten anstrebst. Das blaue Glück ist kein rotes Glück, das ist keine Glückseligkeit, das ist das Gegenteil vom Unglück, das du ja zu bekämpfen versuchst. Eine Einsamkeit, die du zu bekämpfen versuchst, weil du nicht allein sein willst, was du sowieso bist, ob du das sein willst oder nicht, zumindest wenn du ich bist. Darum träumen wir doch, dass wir nicht nur allein sind, weil zu dem All-Einen gehört auch eine Vielheit.
Zu dem Adam gehört eine Eva. Beide in der Kombination ermöglichen Leben. Darum habe ich mich hier als ein Adam erschaffen, im eigenen Ebenbild. Worte kriegen komplett einen vollkommen geistreichen, ganz anderen. Mamma mia, ja. Und du merkst jetzt, du kannst es wiederholen ein ganzes Leben lang, wenn du willst. Zeit spielt dabei keine Rolle. Es ist immer wieder, wenn ich sage, Zeit spielt keine Rolle, weil Zeit ist Ed. Das ist so Kleinigkeit, wenn man sagt, der widerspricht sich ja. Zeit spielt keine Rolle. Die Zeit ist Ed. Das ist eine augenblickliche Erscheinung. Zack, 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 zack. Aber dann doch wieder in diesem Prinzip. Weil immer, wenn was auftaucht, wird was Neues, wird das Bestehende überschrieben praktisch, zerstört, ist aber noch im Hintergrund. Kann ich nicht, das muss man nur immer wieder anhören, Ja. Und dann wirst du ein kleines Baby kann nach dem anderen kriegen. Und das ist in dem Alltagsleben, ist es dann komplett wieder weg, wenn man mit einem Problem konfrontiert wird. Aber ist nicht jeder Gedanke ein Problem, etwas vorgelegt ist? Wieso wiederholt sich das? Weil es eben nicht durchschaut ist. Genau. Wenn du was vollkommen durchschaut hast, hast du kein Interesse mehr dran. Das siehst du jetzt schon im Durchlaufen dieses Programms, wo ich immer wieder sage, wenn wir jetzt das menschliche Leben als Zeitfenster aufspannen, vom Säugling bis zum Greis, hast du diese 3x3 Wachstumsstufen. Und du wirst im Kindergarten ganz andere Interessen haben, im Sandkasten ganz andere Interessen wie in der Schule und da wiederum ganz andere Interessen, wenn du dann in die Pubertät kommst. Und du wirst dann in der Mitte stehen des Lebens wieder ganz andere Interessen haben wie in der Pubertät und du schmunzelst immer, wenn du dich zurückerinnerst, mal bin ich blöd gewesen. Aber du warst dir an, so sagen, wenn du mit Älteren was zu tun hast, und ich meine jetzt Eltern nicht nur innerhalb des Lebens, die dann alt und senil werden, was übrigens richtig ist, die zwei Seiten von Alzheimer, das kann ich positiv und negativ lesen, wie alles andere auch. Der größte Segen liegt in der Vergessenheit, weil alles, was du vergisst, was in der Zeitspanne jetzt vorher aufgetaucht ist, ist abgehakt. Alle Probleme, die sich ständig wiederholen, hast du nicht verstanden. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die du nicht entdeckst. Ja, stimmt. Dieses zwanghafte Ausdenken. Wenn ich jetzt wieder Corona-Krise Berlin sage, ist permanent, das ist nicht, da gibt es keine Verschwörungstheoretiker. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, du ernährst dich einseitig. Das ist der große Wahn, dass das Wissen, das du zum Denken benutzt, diese Logik ist eine Facette von vielen möglichen Systemen. Was du mir als Beweis bringst, indem du mir irgendeine Internetseite zeigst, ein Buch zeigst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Thema das Gegenteil behauptet wird. Und ich sage, alle sind richtig, aber nur ein bisschen. Einer behauptet, der Wohnung ist ein Schlafzimmer, der andere behauptet, der Wohnung ist eine Küche, der andere behauptet, der Wohnung ist ein Badezimmer. Der andere behauptet, der Wohnung ist ein Klo. Haben doch alle ein bisschen recht. Dieses Prinzip musst du verstehen. Aber der letztendliche Überboss von allen ist der, der sich das Zeug ausdenkt. Dein Leid beginnt, weil du an einer Einseitigkeit hängst, die du vollkommen geistlos nachplapperst. Ich mache keinen Unterschied, ob du rechtsfaschistisch nachplapperst, denkst, ob du linksfaschistisch denkst. Es ist einseitig. Ich sage nicht, die Verschwörungstheoretiker haben recht und die offizielle Presse hat nicht recht. Und umgekehrt. Die haben beide recht, aber nur ein bisschen. Das ist wie mit dem Henkel rechts und Henkel links. Was du aber sehr schnell feststellst, dass von beiden Seiten Lügen kommen. Und dann ist schon wieder, dann siehst du die Videos, ich greife das nochmal auf, diese 38.000, die demonstriert haben. Wohlgemerkt, meine Aussagen sind immer vollkommen wertfrei. Ich sage, die siehst du doch gar nicht. Was du siehst, sind Bilder. Flackern die Lichter, wenn du auf den Monitor schaust, wenn du dir ein Video anschaust. Inwieweit ist in dir noch der Glaube, dass das in der Vergangenheit da außen aufgenommen wurde? Oder wenn wir jetzt unsere Lidi, unsere Bundesregierung nehmen, der Angriff auf den Reichstag, die greifen unsere Demokratie an. Ganz im Gegenteil. Es ist das Spiel, immer dasselbe Spiel. Wir blättern jetzt einmal in unseren geistigen Archiven. Wir schauen uns mal hier. Wir beamen uns in das Jahr 1989. Da denken wir uns jetzt ein Land aus und das ist ein Volk auf die Straße gegangen und hat geschrien, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk.
Und dann ist hier Polizei dazwischen gegangen und wollte das auflösen. War das ein Angriff auf die Demokratie oder nicht? Die haben für Demokratie gekämpft, zumindest für ihre einseitige Vorstellung von Demokratie, die sie jetzt haben. Aber wir gehen einmal von dem Volk aus. Es ist doch ein demokratisches Volk gewesen. Es war doch die Deutsche Demokratische Republik. Es war ein Angriff auf diese Demokratie. Meinst du, dass die Bundesrepublik Deutschland in irgendeiner Form mehr Demokratie ist wie die DDR? Das siehst du doch jetzt. Was ist hier von freier Meinungsäußerung? Ich sage immer wieder, du darfst so viel freie Meinung äußern, wie du willst, bloß nicht gegen die Demokratie so. Ob das jetzt eine wirkliche Demokratie ist, ist eine ganz andere Frage. Ja. Das sind Herrschaftssysteme, die sich am Leben erhalten wollen. Alle Politiker geht es nur um ihren Arsch. Die wollen nicht gewählt werden, dass den Menschen in dem Volk besser geht, sondern die wollen ihren eigenen Arsch retten. Dasselbe hast du in den Religionen. Es ist Scheinheiligkeit. Jeder will zuerst einmal sich selber am Leben erhalten. Und da du in der Regel immer eine kleine Parzelle von einem größeren System bist, ob jetzt das eine Firma ist, die dir durch Arbeit das Brot, das tägliche Leben ermöglicht, weil du ans Geld kommst, oder ob du der Pfarrer bist in irgendeinem Verein, in einer Sekte oder irgendein Mitglied irgendeiner Partei, wenn du das hauptberuflich machst. Würde das ja heißen, wenn deine Partei sich auflöst, dann hast du deinen Arbeitsplatz verloren. Das ist das eigentlich kein Problem im Hintergrund, weil du nicht begriffen hast, was dich in Wirklichkeit am Leben erhält. Ich werde dir sagen, du selbst erhältst den am Leben, der du zu sein glaubst. Ja. Und zwar so, wie du dich selbst ausdenkst. Und du meinst, du hast überhaupt nichts damit zu tun und du hast keine Macht darüber. Dass du jetzt alleine rumsitzt in deiner Wohnung, als wer auch immer du zu sein glaubst, oder als ein Bärchen mit einem Partner rumsitzt, den du vielleicht nicht leiden magst. Im Kopf spuckt dir was Besseres, aber das ist halt von den vielen Möglichkeiten, hast halt einmal das jetzt hinzunehmen, wenn es eine unglückliche Partnerschaft ist. Oder du hast eine perfekte Partnerschaft, im Hintergrund immer die Angst, dass du deinen Partner verlierst. Die Angst immer mit. In einer perfekten Ehe genauso wie in einer unperfekten. Die Angst oder die Unzufriedenheit, ein ständiger Wechsel und all das Ganze nur, weil du vergessen hast, was du selbst bist. Das ist das Spiel des Lebens, bis man es durchschaut hat und dann kann man sich was vollkommen Neues ausdenken. Das heißt, du kannst aus der Welt heraus sterben, bevor du stirbst. Und das, was wir Sterben nennen, heißt eigentlich wirklich wach werden. Und da versuche ich dich ein bisschen zu unterstützen mit Holophilie. Ja, ist schon eine ganze Menge. Um was es wirklich geht, ohne dass in irgendeiner Art und Weise sich Holofeeling in dein jetziges Leben einmischt. Das kann ich tausendmal sagen, diese ganzen Vorwürfe. Ich sage immer wieder, spiel deine Rolle weiter. Egal welche Rolle du spielst. Mir geht es darum, dass du keinen Moment, der in dir auftaucht, vergisst, dass du die Quelle für diesen Moment bist. Moment für diesen Fehler, den du dir ausdenkst. Moment, Mom ist ja der Fehler. Ja. Löse dich zuerst einmal, dass das, was du dir ausdenkst, in dir fällt. Deine Vorstellung, dein Ausgedachtes, es ist in dir drin. Wir haben jetzt die Schichten, dass es vom absoluten Innen zuerst einmal in deinem Innern auftaucht. Ein ausgedachtes Innen ist nicht diese absolute Quelle. Und dann kannst du das, was in dir drin ist, die ist jetzt klar, wenn du dir jetzt aus dem absoluten Innen an den Osterhasen ausdenkst, der jetzt in dir drin ist, dass der nicht da außen ist. Und dann doch wieder, er ist außerhalb von dem absoluten Innen. Das Äußere ist dann dein Inneres. Jetzt drehen wir schon wieder die Seiten. Ja, sehr gut. Das ist ja, wenn ein kompliziertes Denken, aber es ist nur so lange kompliziert, bis man es verstanden hat. Ich kann jetzt immer wieder bloß sagen, nimm doch irgendwann einen Menschen, der noch nie vor einem Computer gesessen ist, einen älteren Menschen und setz ihn an einen Computer hin und erkläre ihn ganz einfach, wie er ins Internet kommt. Du wirst dich wundern, was da auf einmal für Hürden da sind. Was für dich so selbstverständlich ist, das Ding einschalten, im Browser einschalten und so weiter und so fort, dass das, wenn du das erste Mal hörst und niemals was mit einem Computer zu tun gehabt hat, das ist ein Buch mit 7 Siegeln.
Das sind so viele Kleinigkeiten, die du machst, wenn du an deinem Computer sitzt, als normaler Anwender. Was für einen, der das allererste Mal hört, wenn der Computer hochfährt, was der tun muss, um Internetseiten aufzurufen und die Kleinigkeiten, wo dann passieren können, die schätzen komplett ab. Dir wird es übrigens nicht anders gehen, wenn du das mit einem absoluten Nullwissen das erste Mal, wenn man dich das erste Mal damit konfrontiert. Genau. Man muss sich immer mal zuerst in eine Lage bringen, dass ich mich in einen anderen hineinversetze, was ich laufend mache, weil ich ja behaupte, dass ich jetzt in dir bin. Mhm. Was übrigens hundertprozentig sicher ist. Wieso ist der Udo jetzt in mir? Ja, ganz einfach, weil du jetzt an mich denkst. Und das, was du jetzt dann aus dir herausdenkst, den Udo, ob du dir den irgendwo jetzt wohin denkst, als Trockennasenaffe oder das Pixelmännchen vor dir, das ist alles nicht der Udo. Der erste Udo, der da ist, ist erst einmal der Gedanke an den Udo. Das andere ist schon ein Verstreuen dieses Gedanken in eine imaginäre Peripherie. Ja, genau. Mhm. Alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Gehen nur meine Gedanken mit, ohne dass ich ein Ja-Aber oder einen Filter einschalte. Mhm. Und dann wirst du immer mehr anfangen, neugierig zu werden auf dich selbst. Und das ist ganz einfach, das kann man sofort sagen, du bist das, der dieses Leben, das du zurzeit lebst, erlebt. Genau. Und du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Darum bist du ewig. Du bist ewig. Muss man das dann mal damit fertig werden? Das muss man das dann mal wirklich auf sich wirken lassen. Den ich anspreche. Er ist ewig. Ich rede praktisch mit einem absoluten Nichts. Da gibt es übrigens bloß ein allereinziges absolutes Nichts. Das ist ein absolutes Mono, ein Monosingular, rot geschrieben. Richtig ist rot geschrieben. Darum behaupte ich ja, dass ich du bin. Das ist das. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Was übrigens eine Einseitigkeit ist. Ein Urknall. Mit Knall und vollkommen still. Das ist wieder wie Stille und Lärm. Mhm. Wie Existenz und Nicht-Existenz. Ewigkeit und Vergänglichkeit. Alles, was ich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene eine vollkommen neue Eins. Ein Es. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Das auch nie existieren kann als Ding an sich. Was existiert, ist die Form dieses nicht existierenden Bewusstseins, dieser symbolischen 200 Gramm rote Nidel, die sich von Augenblick zu Augenblick ständig verändert. Was aber im Jetzt erfordert, dass immer jede neue Form, die bestehende Form, im selben Moment, M-O-M, zerstört. Und das Spiel wirst du niemals unterbrechen können, bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit, das sind so Wörter, was stellst du dir bei Wort ewig? Genau. Das sind lauter rot geschriebene Begriffe. Jetzt lassen wir es gut sein, das Ganze jetzt nochmal auf dich wirken lassen. Vielleicht wirst du das irgendwann einmal verstehen. Ich verspreche dir, du hast es schon verstanden. Zumindest wenn du ich bist. Wenn du zu dem geworden bist, was du eigentlich schon bist. Danke. Bitte, gern geschehen.